Willkommen zu einem neuen Kochvideo. Es wurde sich mal wieder ein, ja, es ist ein Zubereitungsvideo, live on tape, wie Steffen Hensler sagen würde. Was passiert, passiert. Also, wir machen heute marinierten Hering, beziehungsweise wir machen heute Sahneheringsfilet. Da ist schon Zwiebel, Gurke und Apfel drin, aber das machen wir auch noch mit rein, also doppelt quasi. Also, was ihr dafür braucht, ist klar Sahnehering. Den mit Dillsoße finde ich total eklig. Also Dill und, naja, und Fisch passt irgendwie für mich nicht zusammen. Dann braucht ihr zwei Eier, zwei große Gewürzgurken, eine Zwiebel, ein Apfel, schön süß, möglichst, und Mayo und Milch. Mehr braucht ihr nicht. Und vielleicht noch Salz und Pfeffer, das werden wir dann sehen. Wir fangen jetzt erstmal an mit dem Sahnehering. So sieht das schön aus, hier in so einer schönen weißen Mayo-Soße. Den packen wir jetzt erstmal in die Schüssel. So. So flüssig wie der ist, bräuchten wir eigentlich keine Mayo-Milch-Gewürzmischung machen. Wenn man das sehen kann, hier so, ist schon relativ flüssig. Da brauchen wir jetzt nicht so viel Mayo-Milch. Gewürzzubereitung. So, bla 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 bla. So, als erstes fangen wir mit den Gewürzgurken an. Die schneiden wir jetzt erstmal in Scheiben und dann in Würfel. Nebenan, wenn man das hören kann, kochen schon die Kartoffeln. Es gibt Kartoffeln dazu, also eine klassische Beilage. So, richtig schöne, feine Würfel. Ich habe jetzt keinen Blitz an. Die kommen mit in den Hering. So, live on tape habe ich gesagt. Könnte ein längeres Video werden, wenn ich jetzt hier noch weiter so quatsche. So, schnippeln wir mal jetzt schnell hier die Gewürzgurken. So. Ich glaube, eine von der Größe reicht. Dann wird das Video nicht so lang. So. Ja, die Kartoffeln kochen, alles prima. So, eine riesen Gewürzgurke reicht, aber zwei Eier nehmen wir. Ihr könnt natürlich einen Eierschneider nehmen, dann müsst ihr das nicht per Hand schneiden. Zwei hart gekochte Eier, ja, schön hart gekocht. Das muss auf jeden Fall in Würfel passieren. Alles irgendwie in Würfel. So. Schöne Würfel. Das Eigelb könnt ihr hacken, wie ihr wollt, aber am besten ihr nehmt einen Eierschneider, da geht das praktischer, einmal quer, einmal längs, dann habt ihr schöne feine Eierstreifen, Eierwürfel. Ja, was passiert? Passiert. Auch mit Versprechern. So, das erste Ei hätten wir fertig, kommt auch mit den Hering. Auf jeden Fall zwei Eier.
Kartoffeln können schön kochen, wie man das vielleicht im Hintergrund hört. So, und dann jetzt hier nochmal schön klein hacken. So. So, das zweite Ei hätten wir auch. Kommt auch mit rein. So. Es gibt natürlich verschiedene Marken, beziehungsweise, ja, wie soll man sagen, Sorten an Sahnehering zu kaufen. Der hier ist jetzt relativ flüssig. Da brauchen wir jetzt nicht so viel Mayo, beziehungsweise nicht so dünne das Ganze machen. Lieber eher mehr ein bisschen dicklich. So, jetzt kommt die Zwiebel in feine Würfel schneiden. Richtig schön feine Zwiebelwürfel. So, kommt auch mit da rein. Ich glaube, eine halbe reicht. Je nachdem, ob ihr auf Zwiebel steht. Ja. So. So, ich mache jetzt nur eine halbe rein, wo da schon alles drin ist. So, jetzt kommt der Apfel, den nehmen wir aber ganz. Einmal halbieren, nochmal halbieren. So, wenn man das sehen kann hier im Video, den Strunk einfach so schräg rausschneiden. Dann habt ihr nicht so viel Probleme beim Rausschneiden vom Strunk. Und den Apfel jetzt auch in feine Würfel schneiden. Damit eine bisschen Süßlichkeit reinkommt. So, der kommt jetzt auch mit in den Hering. Ach, hier ist noch ein Stück. So. Boah, die Zwiebel ist echt scharf. So, nochmal hier schön schräg reinstellen. Da habt ihr nicht so viel Fummelei beim Kretsch rausmachen. Na komm, nochmal in eine Scheibe. So. Und das Ganze jetzt nochmal schön in Stückchen bzw. in feine Würfel schneiden. Wie gesagt, ich wollte den ganzen Apfel nehmen. So. Und das letzte Viertel auch noch in schöner Stückchen. Und dann haben wir es schon geschafft. So. So. Alles drin in der Schüssel, wo der Hering drin ist. Einmal, ja, einmal umrühren, dass sich das ganz schön dreht. Ja. Jetzt aber
doch schon, wie man sieht, ordentlich dick geworden. Wenn man das sehen kann. Wir brauchen Soße. Wir brauchen Soße. Also doch ein bisschen mehr Mayo-Milch-Soße machen. So, und dazu kommen wir jetzt. Dazu braucht ihr einen Messbecher. Ungefähr, tja, das ist euer Geschmack. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Mayo da. Ungefähr so, ja, Viertel Becher Mayo. Ich dachte, die reicht noch. Wenn nicht, müssen wir das gleich mit Milch ausspülen. Ja. So. Da jetzt nichts mehr an Mayo hier rauskommt und das hier schon voll ist, machen wir jetzt auf jeden Fall. So viel ist rein noch drin, so ein Viertel, so würde ich sagen. Und da machen wir jetzt hier ein bisschen Milch rein. Hoffentlich läuft das nicht über hier. So, live on tape, also was passiert, passiert. So, rein mit der Milch. Rein mit der Milch. So, das sollte reichen. So, dann wieder zumachen, ja, zumachen. Und einmal schütteln. Richtig schön einmal durchschütteln. So. Ansonsten macht ihr einfach Pi mal Daumen die Milch rein, wenn ihr Mayo schon im Messbecher habt. Und dann kommt das Ganze jetzt hier rein. Jawohl, das sieht schon mal sehr gut aus. Das sollte reichen. So, die Mayo ist an. Dann noch ein bisschen, nur ganz wenig Salz, ist mein Ups. Ja, hier kleckern wir rum. So, live on tape. So, dann ein bisschen Salz in die Mayo-Milchmischung, weil der Hering ist ja auch salzig. Nur so zwei Prisen. Und ein bisschen weißen Pfeffer. Ganze mit dem Schneebesen verrühren. Ja, wenn das mal gehen würde, dann nehmen wir halt einen Kochlöffel. So, dann nehmen wir einen Kochlöffel und verrühren das Ganze. So. Könnte noch ein bisschen Milch rein. Sollte schon ein bisschen flüssiger sein als dick, damit man auch, oh, hier kleckern wir schön, das sollte auch ein bisschen flüssiger sein als dick, weil wir wollen ja eine schöne Soße haben. So sieht das Ganze sehr gut aus. So, das Ganze kommt jetzt in euren Hering. Und dann ist euer, wir nennen das hier in Ostdeutschland marinierten Hering. Ich habe keine Ahnung, wie man das im Westen nennt. Ob das auch so heißt. So, dann einmal schön füttern. So. Natürlich mal probieren. Könnte noch ein bisschen Salz rein. Der Apfel ist doch sehr süß. Gurkenwasser wollte ich da jetzt nicht reinmachen. So. Und dann ist euer marinierter Hering fertig. Mal gucken, ob man es mit Blitz besser sieht. So. Euer marinierter Hering wäre dann fertig. Danke fürs Zusehen.